mit der Bergbaujugend, mit dem Fahrrad zum Bodensee und zurück, was heute gar nicht mehr denkbar ist bei der Jugend. Das war noch Jugendabenteuer pur. Heute nur noch in abgeschirmten Räumen bzw. Gelände, was aus Sicherheitsgründen so nicht wieder stattfinden kann. Was fängt die Jugend heute mit ihrer Freizeit an? Es gibt doch nicht mehr so einen Zusammenhalt, wie wir es damals hatten. Leider, leider, leider.